Welcome back, guys, to the awesome stories of Digging Out the Socks and Clara Error. Ja. Ja, ich muss den Anfang überlegen. Überleben. Genau wie Anilia meint. Genau der Meinung bin ich auch. Ja, Anilia. Wer sich fragt, worüber wir reden, das war eben links im Chat. Und ich kann hier keine Fähigkeiten einsetzen. Ich habe eben auch so Dinge rechtsklick gemacht. Und wir hatten heute etwas Besonderes vor, Robert. Wir wollten in einen Loot Dungeon gehen. Das ist ein Dungeon. Dafür brauchen wir dieses hier. Türmons Siegelfragment. Ich glaube, die Gegner dort sind Stufe 12 oder so. Wir sind aber zu zweit. Ja. Hier gibt es auch noch so ein Dungeon, aber nehmen wir mal drinnen mit anderen Charakteren und es war langweilig. Oh, kein Cluster Fire einsetzen. Ja, das einzige, ja, das war wirklich schon hier. Gibt es denn auch einen? Vergessen den Term von Colissimus. Colissimus. Ja. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Kingsel ist so dunkel. Aber warum ist Kingsel eigentlich so dunkel? Egal. Ja, wahrscheinlich wegen, damit die Lichter hier atmosphärischer wirken. Ja, aber was wird bleiben? Sieht aber gut aus eigentlich, ne? Ja, gut gemacht eigentlich. Okay. Na gut, wo gehen wir denn? Ich auch was sehen. Na bald. Wo geht Suicider? Der ist in der Gruppe Selbstmörder. Nee. Möchtest du immer noch so werden? Hier, da gibt's eine Quest anzunehmen. Was dann? Die hab ich angenommen. Ja, die von der Hexe Maloisa. Na, die heißt. Die ist noch nicht angenommen. Täglich Login-Bonus war dieser knorrige Ast drin. Wir brauchen 4 Zutaten für den, Das Haar einer heulen Jungfrau, was ich habe. Eine heulen Jungfrau von mir aus. Dann den knorrigen Ast, Blumenstaub und einen Diamanten. Da kann sie eine Fee herstellen. Die Dinger brauche ich nicht. Ich hätte die auch verkaufen können, ich weiß, aber ich bin zu faul. So, ich muss noch kurz gucken. Magisch. Ich brauche noch was Verbessertes. Und den brauche ich auch nicht hier. Ich habe was Außergewöhnliches. Den brauche ich dann auch nicht. Ich mache mich gerade bereit für den Dings. 4 Kristalle der Wahrheit. Verbesserte Wollhandschuhe. Was habe ich denn gerade für Handschuhe? Kommt den Städttanz oder so? Gar sowas? Keine. Magische Wollschultern. Leinenkragen. Das ist dann. Ja. Was geht dann da drauf? Magischer Siegelring. warte, ich guck gerade. Ja, egal, ich habe jetzt noch ein paar Plätze frei. Ich auch. Oben links die Adamantanzahl ist jetzt nicht so dramatisch gewachsen. Ich habe es nicht wirklich weitergespielt. Also auf einem anderen Spieler. Natürlich, so spiele ich nicht weiter. Das würde mir gar nicht einfallen. So, okay. Ach ja, juhu! Du bist über mich gesprungen. Ich habe irgendwie eben einen Bass in meiner Stimme bemerkt. Das kann darauf hin. Das kann daran liegen, dass ich Ah, guck mal. Okay, mein Internet lag. Ja, du lagst bei mir echt rum. Ich weiß. Aber nicht so schlimm, wie ich vorhin. Nee, wirklich, das ist Moonwalk. Wollen wir nicht eigentlich unten ins Grab der ersten Duren? Ja, aber ich habe nicht so viel Inventarplatz. Ich möchte doch gerne einen verbesserten Gegenstand finden. Ich könnte dir einen handeln, was auch voll geht. Ja, warum geht das eigentlich nicht? Was hier eingefüllt wurde? Junge, du bist Magier! Stell dich nicht vor mich! Ja, klar, okay, ganz kurz, wenn wir mal bei Kalis sind, ne? Du kannst dich auch ruhig vor mich stellen. Bei was? Kalis! Wer ist Kalis? Geist, schießt ungefähr 3 Verfolgungspfeile. Die schneller ist der Charakter und ja, ne? Ist recht lustig, wenn die einen treffen. Vor allem alle 3. Ist mega lustig. Ich habe einen Fiesling getötet. Und eine Hexe. Habe ich gesagt, bevor ich ihn getötet habe. Alter, du hast die getötet. Jetzt hasse ich dich. Genau, du hast mich. Ich geh in den Nahkampf als Magier. Yay. Eigentlich, wie gesagt, sind Magier ja die einzige richtige Fernkampfklasse, weil ich habe ja noch diese Attacke. Das muss ich eigentlich auch von nah machen, also jeder hat irgendwie. Was? Ja, okay, das ist, wenn ich Gegner bedrängen.
Und dann, wenn man deinen Teleport geht, nämlich, dann frierst du die Gegner ein und dann, wenn er wieder geht, dann hast du wenigstens ein bisschen mehr Zeit und dann kannst du springen. Jo. Und Grab der ersten Duren! Nein, noch nicht! Ich bin noch nicht bereit! Ja, bei mir legst du gerade bei Skype rum. Oh, oh, oh. Ja, ich weiß. Und yeah. What the fuck? So. Ja, ach, ich bleib hier mal stehen, bis du das in Ordnung gebracht hast. Bam, 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 bam. Ja, was für eine wundervolle Begrüßung. Bam, 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 bam. Hier, das, ich stand hier nur rum, er hat die Drecksarbeit gemacht. Ich habe eine Kristallkugel, zwei Fälle für eine Quest, Andamant. Ich nenne das Adamant, because of Terraria. Because Terraria. Who likes Terraria? This is Terraria? Oder America? Fuck yeah! Wer es kennt, der gibt einen Daumen hoch, nein. Der kriegt einen Cookie. Ich habe jemanden getötet. Und oh, du Mörder! Der alte Hirsch, ey. Und der Knopf. Und der Hund steht auf dem Stein. Geht nicht mehr. Digga! Nein, er hat ihn getötet! Hat den Penner, der Stufe 18, was will der hier überhaupt? Blöd, warte mal, er hat ihn getötet? Ihr Schweine! Wir wollten ihn töten. Komm, wir sind... Amerika! Fuck yeah! Ja, komm, wir sind Camper und campen hier. Yeah, taktisches Warten! Das ist kein Campen, das ist taktisches Warten auf den Gegner. Und wir messern ihn. Nein. Genau! Und es werden wahrscheinlich auch bald irgendwann, sag ich mal, so Mod-Vorstellung auf Server kommen, drei Stück. Ja. Namula. Hä? Was ist das denn? Man, den Haken. Achso, wahrscheinlich Drachenkrieger. Warte, ich guck mal, was er ist, ich wette. Digga. Hab ich Digga geschrieben in den Hauptchat? Oh. Ich glaube, ich hab Digga geschrieben. Ist das schlimm? Nein. Okay. Mann, ich will Diago töten. Na ja, genau. Diablo, Diablo. Au, was sehe ich denn da? Ein prächtiges Hirschgeweih. Habe ich gerade schon aufgehoben, weil ich schneller bin als du. Ein Anhänger habe ich auch, den man gut verscherben kann. Den Dungeon, den wir gehen wollen, das ist ja eigentlich auch nur Loot Dungeon, wo wir nur... Es gibt aber eben noch den Erfahrungsdungeon, das ist der Kiesel und da sind nur fette Schleimviecher drin, die nervig sind. Ja, das würde dann irgendwie eine Stunde dauern, ehe wir durch diesen einen Dungeon durch sind. Ja, und der lohnt sich noch immer so, wirklich. Dua Mea Levo No Ku. Genau, ich bin kein... Dua Mea Levo No Ku. Also der Chat ist heute ziemlich lebendig, ne? Nein. Doch. Also im Gegensatz, oh, er schreibt Boas. Boas, lecker Boas. Wahrscheinlich schreibt er so nur so, lecker Boas. Ach, ja. Komisch. Cool, das wird angezeigt, was die Spieler sagen. Ja, das habe ich dir auch schon vorhin gesagt. Oh, ich höre dir eben nicht zu. Ja, ich weiß, das merke ich schon. Was? Ich will Bera. Genau, leave, Bera. So. Leave me alone. Leave René alone. Wer kennt? Okay. Alter, wer kennt? Heute kann ich ganz schön oft sagen, wer kennt. Also, was hätten wir da? Wir hätten America, fuck yeah, and, und, and? Leave Britney alone. Yeah, ich kenn das. Oh, 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 oh. I said what, in the butt. I said what, in the butt. Und das ist nicht wer war das nochmal? Das war nicht von South Park. Also South Park hat es auch in einer Folge. Woher ist es nochmal? Ich kenne das auch, aber ich weiß nicht, woher es ist. Das, also South Park bringt das. Das war in einer Folge. In einer Folge, ja, aber ich glaube, ich kenne das nicht von South Park. Na, das war... Let's metzel der Viech. Ja, ich hab's falsch. Hahaha. Das ist ein Insane, was ich sagen muss. Dead. And he's dead. She's dead. Das war eben gerade ein Insane aus unserer Klasse, das mit dem ich hab das falsch. Ja, das ist falsch. Das ist aus meiner Klasse meinte ich, nicht aus unserer.
Ja, das ist okay, gut. Denn ich bin schlauer als der. Halt die Klappe! Was macht mein Stab da? Also ich stehe nicht so kampfbereit. Ich stehe auch immer kampfbereit. Auch immer Stab. Ja, okay, wir rennen los, gut. Okay. Darum ist nichts. Das sind wilde Walpenwirken, alle Gegner Stufe 15 und 16. Wir rennen einmal durch. Wollen wir machen? Nein! Ach komm! Okay, wir sterben. Und wie wir sterben? Sterben, das macht Spaß. Sterben. Pass auf, wir rennen einmal durch bis zum... Oh, das ist weit. Das wäre ja ein Zuflucht. Wollen wir was versuchen, bis zum Berach durchzukämpfen? Der ist ja nur Stufe 25. Come on. Wow! No, don't touch me. Can't touch me. Boah, 43 Schaden. Boah, mein Ding geht so viel Schaden. Gott, weg hier. Oh, can't touch me. Oh, das ist nicht gut. Bobby, ja, du. Bobby. Ah. Ich wurde getroffen. Au. Der hätte mich fast über den Haufen gerannt, der Typ eben. Nein. Oh, Damage. Mhm. Die Gegner, die du zusammenpulst, krieg ich gerade alle ab. Ist doch gut. Mir gefällt. Mir nicht. Ich muss ins Livmore, ne? Ja. Au. Wollen wir Kalis Zwischenwelt versuchen? Die ruft dann ja nur Klone. Das geht ja auch voll gut. Ja, die ruft nur Klone, schießt mir die Ohren und wir werden, ein Hundertstel des Schadens, was ihr austeilt, werden wir tot. Ah, wir haben es geschafft, wir sind durch. In einem Level 16 bis 18 Dingsbereich und jemand hat die Tür zugeballert. Nein, wir kommen nicht rein. Nein, wir kommen jetzt rein. Schwarzer Boden. Juhu, oh mein, der Bogen, der ist auch cool. Mal gucken, wer ist der Schwächste hier? Außer uns. Stufe 20, 40, bei den Legendären, der Traumfänger. Blonde Hexe. Blonde Hexe. Alter, der hat schon alle Zwischenwelten, glaube ich. Wer? Weil der hat schon, wie heißt? Der Typ auf dem Pferd? Ich glaube, hier wollen ein paar Leute Kalis Zwischenwelt machen. Der hier hat die Maske. Und Kalis. Was sind das für... Vampir. Wann bekommt man diese kleinen Viecher da, diese Fiesdinger? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man die bekommt. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wir kommen hier irgendwie... Ja, toll. Was machen wir jetzt hier? Wir können keine Quest annehmen, wir sind zu schwach. Frag dich das selber. Du hast gesagt, wir sollen hierher rennen. Ich hätte eine Idee, was wir machen können. Was denn? Mit Grab der ersten Duren gehen. Kann ich nicht. Eine Kristallkugel? Ja, toll. Guck mal, wie es aussieht. Mit einem kleinen Dildo in der Hand.